Willkommen zurück zu Minecraft Mountain. Herzlich willkommen in der nächsten Folge. Es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe offscreen ja schon, oder ich hatte in der letzten Folge ja schon angekündigt, dass ich offscreen ein bisschen farmen werde. Aber Freunde, ich habe nicht nur gefarmt, ich habe auch schon mal so ein bisschen angesetzt vom Bauen her, weil ich einfach auf einmal Ideen hatte und ich nicht warten wollte. Und habe einfach deswegen mal kurz drauf losgebaut. Ist aber noch nicht sehr viel, also ihr habt nicht sehr viel verpasst. Ich zeige euch mal, was ich gebaut habe. Oder erstmal, was ich gefarmt habe. Ja, also wir haben mega viel Stein jetzt, bisschen Holz. Ich dachte so, ich gehe mal nicht so sehr auf Holzbaumfarmen, weil Holz kann man sich ja immer wiederholen. Steine zwar auch, aber Steine braucht man ein bisschen mehr wie Holz. Dann habe ich ein bisschen Redstone gefunden, habe sogar 5 Diamanten gefunden. 5 hatten wir ja geschenkt bekommen und 5 habe ich nochmal gefunden. Genau, Sand für Glas und so weiter habe ich noch besorgt. Und eine ganze Menge Eisen und ein bisschen Gold und Lapis und sowas. Und dann habe ich hier auch schon mal eine kleine Fläche gebaut mit Holz. Eine kleine Fläche, das eine kleine Terrasse werden soll. Ich habe zuerst gedacht, hier könnte man dann das Haus draufbauen, aber es wird erstmal eine kleine Terrasse. Das heißt, hier soll erstmal so eine Chill-Lounge hin. Also so ein bisschen der Eingangsbereich. Also man soll dann von hier unten ja kommen, vom Tal aus soll hier irgendwie hochkommen. Den Weg müssen wir irgendwie bauen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie es funktionieren soll. Vielleicht können wir auch hier mit der Bahnstelle reden, dass ich hier eine extra Bahnstation bekomme, dass man eben hier aussteigen kann und hier hinfahren kann, dann hier hochläuft. Müssen wir mal schauen, auf jeden Fall soll das hier so ein bisschen der Eingangsbereich sein. Ofen und so weiter, das, was hier steht, Kiste, Werkbank und Ofen kommt natürlich noch weg, das kommt dann ins Haus rein, aber hier, das ist erstmal so Eingang und dann kommt man hier auf die Terrasse und dann soll man eben hier in den Berg reinkommen und das soll dann eben am Ende das Haus sein. Das habe ich schon ein bisschen den Eingangsbereich hier ausgebaut und hier auch schon mal ausgehöhlt so ein bisschen. Das könnte der Wohnbereich sein. Ich habe jetzt mal geschaut, wie weit ich nach links und rechts kann. Also rechts seht ihr schon, da ist schon Maximum gewesen. Also hier ist halt kein Berg mehr. Und hier links, hier ist wirklich auch schon Schluss. Ups. Hier ist Schluss. Kann man nicht weiter noch mehr. Also wir müssen auf der Ebene bleiben und können jetzt nur noch nach oben ein bisschen ausbauen, dass man hier hinten, wo der Berg auch nach oben geht, hier ein bisschen mehr nach oben geht und sozusagen mehrere Etagen macht. Oder man sagt, wir gehen runter, da haben wir auf jeden Fall genügend Platz. Dann könnten wir theoretisch sagen, unser Haus, hier ist der Eingang, aber unser Haus an sich geht nach unten und nicht nach oben. Also die Stockwerke gehen von oben nach unten und nicht von unten nach oben sozusagen. Müsste man mal schauen, wie wir das Ganze machen. Genau, hier habe ich zu weit. Ich dachte, ich mache einfach vom Eingang her immer 5 Blöcke. Also sprich, ich glaube, ich habe Papier gezählt. 1, 2, 3, 4, 5. Oder nicht, vielleicht habe ich auch Papier gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Und dann hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Und dann müsste man eben schauen, ob man das Ganze hier mit Holz auskleidet oder ob man es mit was auch immer auskleidet. Ich weiß noch gar nicht so genau, wie wir das Ganze machen können oder machen werden. Was ich auch, wo ich auch aufpassen muss, weil ich schon in den letzten Folgen gesagt habe, ist, wenn ich hier eben hochbaue, müssen wir auch schauen, dass ich hier mit dem Bewohner, der hier oben baut, nicht aneinander stoße. Falls der nämlich noch weiter nach links möchte und ich gehe hoch, dann trifft sich das irgendwann. Von daher, Freunde, müsste ich mich auch mit dem Bewohner nochmal auseinandersetzen und auch nochmal absprechen, wie er das geplant hat. Nicht, dass wir ihn nachher stören, weil er war ja schließlich zuerst da. So, und hier an dieser Terrasse möchte ich hier unten, hier an der Ecke noch so einen kleinen, aber feinen Träger bauen. Also so einen Trägerfuß sozusagen, weil ich finde, wenn das hier so in der Luft hängt, sieht nicht gut aus. Da müssen wir eben aber nochmal auch mit der Bahn sprechen, weil hier auch eine Bahnstation und eine Bahn durchläuft. Ich kann ja gerade mal schauen, was das hier genau ist. Bitte die Strecke woanders mache, da hier mein Haus ist. Was? Oh, hier hat jemand ein Haus. Das habe ich gar nicht. Ist ja fast nichts. Das habe ich aber noch gar nicht, das habe ich noch gar nicht gemerkt, dass da unter mir ein Haus ist. Oh, dann wird das mit dem Runterbauen auch so eine Sache.
Obwohl ich sagen würde, wer auch immer hier sein Haus gebaut hat, macht es doch hier gar nicht. Nicht, damit ich bauen kann, sondern einfach, weil hier eine Strecke durchläuft, die gerade abgebaut ist, oder? Ist die abgebaut? Ja, abgebaut. Komplett. Und sollte eigentlich hier lang führen, hierhin. Und die ist jetzt komplett abgebaut worden. Okay, da müsste ich auch nochmal mit der Bahngesellschaft hier reden. Weil ich glaube, einfach so Schienen abbauen, das geht nicht. Von daher ist es, glaube ich, auch nicht möglich, dass derjenige hier sein Haus baut. Gut, das sind verwaltungstechnische Dinge, die man mit der Bahngesellschaft hier klären muss. Von daher, mal schauen, das bekommen wir alles geklärt. Also es ist doch nicht so einfach, wie ich dachte, ein Haus hier zu bauen. Aber ich habe auf jeden Fall schon viele Ideen, was wir eben machen könnten. Und ich hatte jetzt auch die Idee, dass ich weniger in den Folgen hier Sachen baue, sondern mehr farmen und bauen, entweder offscreen oder im Livestream. Ich habe demnächst auch, war ich live und habe ein bisschen gefarmt, dass man eben diese ganzen Farming-Sachen und Bausachen in den Livestream verschiebt und dann im Endeffekt hier bei den normalen YouTube-Folgen, dass man dann zeigt, was hat man schon erreicht, wie ist der aktuelle Stand, Update von der letzten bis zur nächsten Folge, sowas in der Art habe ich an Dings gedacht. Aber wenn ihr sagt, ich hätte gerne, dass du auch baust, Iso, bitte bau auch in den Videos, dann okay, mache ich das auch in den Videos. Wenn ich dran denke, kommt jetzt eine kleine Abstimmung hier im Video oben rechts, wo ihr abstimmen könnt, ob ich in den normalen Folgen bauen soll oder ob es wirklich nur Folgen sein sollen, wo man das Update zeigt, wie weit man gekommen ist. Ich hoffe, ich denke dran, ansonsten schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ich nicht dran gedacht habe, die Umfrage zu starten im Video, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. So, und noch ein kleines Update. Ich habe ja das Problem gehabt bei Minecraft, dass es immer sehr stark geruckelt hat. Weniger in den Videos, viel mehr im Livestream hatte ich das Problem. Ich habe einfach Minecraft ein bisschen mehr RAM zugewiesen und habe meine Java-Version mal geupdatet und habe auch mal die Grafiktreiber auf den aktuellen Stand gebracht. Und jetzt läuft es also einigermaßen. Es gibt immer noch ein paar kleine Ruckler, aber nicht mehr so starke. Von daher ist das, glaube ich, auch, das Problem ist auch schon zu 90% gelöst. Und ja. So, was haben wir noch im Ofen? Nichts. Also ich habe, wie gesagt, eine ganze Menge Kohle gefarmt. Ich werde jetzt noch ein bisschen Glas produzieren. Ich habe schon 16 Gläser gemacht, damit hier vielleicht so ein Glasrand gemacht werden kann. Und generell auch im Haus, dass man so eine Glasfront hat oder generell auch Fenster hat. Da müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze machen wollen. Ja, und ansonsten, was ich noch ein bisschen farmen müsste, wäre Essen. Und vielleicht, dass man sich auch eine eigene Farm anpflanzt. Also generell mit Weizen, um sich Brote zu machen. Aber das können wir nach und nach alles machen. Ihr könnt gerne eure Vorschläge, was wir alles in diesem Haus noch machen könnten, in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Minecraft Mountain macht mir richtig viel Spaß. Und wenn ihr mitspielen wollt, könnt ihr das gerne. Das ist ein Community-Server. Von daher, ich packe euch mal den Link in die Videobeschreibung, wo ihr euch bewerben könnt für den Minecraft-Server. Und dann könnt ihr mitspielen. Also, bis dann. Haut rein. Bis dann. Ciao, Leute. Ciao.